Hallo zurück in den Königreichen von Echo. Ja, in dieser Folge wollte ich euch das letzte Teil, das letzte Gerät, das letzte Fahrzeug aus dem letzten Update 750 und 751. Ich komme immer mit den Zahlen durcheinander, also es war 750 und 751. Wollte ich euch den Steam Truck mal zeigen. Aber zunächst, und das wollte ich eigentlich schon vor etlichen Folgen machen, möchte ich hier erstmal Tür rein haben. Also Türen in der Schmiede wäre schon nicht schlecht. Die stehen zwar trotzdem dauernd offen, aber was soll's. Ich habe mal ein paar Steintüren mehr hergestellt. Weil die Framed Glass Doors, die gefallen mir dann doch optisch nicht so sehr. Nicht so wirklich. Ich kann die euch ja auch mal zeigen. Wo habe ich sie denn hingeschmissen? Ach, die habe ich schon hier rausgeholt. Kleinen Moment. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo sie rumliegen. Hier nicht. Hier vielleicht? Hier sind sie. Gut, dann schmeißen wir die mal hier hin wieder zurück. So. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie die aussehen. Nämlich. So. Passen nicht wirklich gut rein. Man kann zwar rausgucken, aber. Naja. Schön sind sie, passen nur nicht zur Schmiede. Deswegen möchte ich die lieber nicht hier drin haben. Aus dem Grund packen wir sie hier wieder rein. Und zack. Und stattdessen habe ich Steintüren gebaut. Ich hatte komischerweise noch ein paar Stück noch auf der Ladefläche vom LKW. Wusste ich gar nicht, dass ich die gebaut habe. Naja, jetzt haben wir ein paar mehr. Was soll's. So, und zwar so. Ne, sieht viel, viel passiger, wesentlich angenehmer aus. Finde ich so schöner. So, wie rum kommen die hier rein? Ich möchte die, ehrlich gesagt, möchte ich die auch so nach innen öffnen lassen? Ich glaube, ja. Kann man so machen. Gut, und hier vielleicht so. Ja, das sieht gut aus. Sind zwar ganz schön wuchtig, fast schon eher wie Tresorpanzertüren, aber naja, was willst du machen, sind nur mal Steintüren. Ansonsten halten die nicht. So, und dann haben wir hier noch eine Etage, wo noch eine Tür reinkommt. Na, Fluchttüren gehen ja eigentlich nach außen auf, ne? So. Ja, sieht eigentlich ganz passig aus. Kann man so machen. Muss man das so machen? Ich probiere mal was. Wenn ich hier so hochschabenzle, stört mich das? Nö, stört mich nicht. Gut, alles klar. Dann haben wir hier auch alles gut. Und hier die letzte Tür. So, passt. Träumchen. Das war's schon mit den Türen. So, und ich habe zwischendurch diese elektrischen Wandlampen mal angepasst. Die bringen wir auch noch gleich an. Da war ja ganz seltsam, dass sie einen soliden Untergrund benötigen, um zu leuchten. Was eigentlich völliger Nonsens ist für Wandleuchten. Dass man die auf dem Boden bauen muss, damit sie leuchten. Wandleuchten. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, dann. Aber. Diese schönen CS-Dateien lassen sich so wunderbar ändern, dass das absolut gar kein Problem war. Und wir entsprechend jetzt auch leuchtende Wandleuchten haben. Wenn wir sie denn aufhängen. Wo hängen wir sie hin? Hier hin oder mehr da? Ich würde schon fast sagen, hier. Oh nee. Nee, vielleicht nicht unbedingt da. Wie ihr seht, sie leuchtet und bleibt jetzt auch leuchten. So. Dann kommt sie dahin. Die andere wollte ich dahin haben. So. Mach die Tür auf. Da haben wir ja auch noch einen Eingang. Hier reicht aber, glaube ich, eine. Genauso wie auch hier. Hier auch. Und hier draußen, glaube ich, auch, oder? Ich habe ja extra ein paar mehr gemacht. Ich würde sagen, das reicht. Ansonsten, wir haben hier durchaus nicht wenig Licht. Ich habe zwischendurch auch schon ein paar Laternen noch aufgebaut. Insgesamt waren es drei, glaube ich. Drei weitere habe ich hier aufgestellt, ne? Eins, zwei, drei. Ja. Die da und die da standen schon. Ja, kommt hin. Gut, alles klar. Ja, aber wohin jetzt mit den anderen Lumpen? Ja, an diesen halben Blöcken sieht das natürlich nicht so gut aus. Deswegen sparen wir uns hier vielleicht mal so eine Außenlaterne. Nicht mal da sieht's aus.
Nee, das kann man so nicht machen. Gut, wo haben wir denn noch ganze Blöcke? Thorsten hat da auch nur ganze. Halbe. Hier sind nur halbe. Da sind nur halbe. Warum habe ich hier überall nur halbe Blöcke? Hier vielleicht. Hier sind auch nur halbe. Ja, ja, sind nur halbe. Schade. Dann. Drinnen haben wir ja schon ein paar, aber ich möchte draußen auch noch ein paar haben. Dann schmeißen wir hier noch mal ein paar dran. Können mir auch diese Braziers auch weg. Diese Ach so, hier sind ja auch noch halbe. Ugh. Gut, dann lassen wir die doch noch stehen, die Feuerschalen. Die Braziers. Dann bleiben die halt da stehen. Hier in die Ecke könnte man die vielleicht noch dran pflastern, oder? Das sind auch nur halbe, glaube ich. Ja, sind ein bisschen breiter, aber trotzdem sind das nur halbe Blöcke. Na, dann lassen wir das erstmal. Das kann man leider nicht verändern. Naja, aber ich bin schon mal froh, dass sie wenigstens leuchten. Wenn tagsüber auch sehr ungünstig ist mit dem Leuchten, aber na gut, was willst du machen? Ist halt so. Obwohl, für drinnen hätten wir noch ein paar gebrauchen können. Ach, egal. Wir probieren jetzt erstmal den Steam Truck aus. Davon habe ich extra zwei gebaut. Einen für mich und einen für Thorsten. Wovon wir allerdings nur einen aufstellen können. Weil, wegen Gewicht und so, ne? Weißt du. So. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch leuchtet. Sieht ja schon ganz schick aus eigentlich, ne? Eigentlich ganz nett. Komische Scheinwerfer haben die Dinger alle, aber keine Rückleuchten. Naja, gut. So. Den jetzt auch mal wieder in Inventar. Und das hier unten rein. So. Achso, ich hätte eigentlich auch gleich auf dem Weg auch noch Kohle mitnehmen können. Denn das Teil läuft bestimmt nur mit Kohle. Da bin ich ja mal gespannt. Und Wasser braucht man komischerweise gar nicht. Aber, ja. Aha. Okay, wo muss ich jetzt hier drauf drücken, damit ich da die Kohle reinschmeißen kann? Hier auch nicht. Hier vielleicht? Okay, hier. Das ist gut. Loks, Lumber, Kohle, Pfeile, Bretter und wieder Kohle. Ach, Holz, Kohle und Kohle. Okay. Koks heißt es, glaube ich, oder? Charcoal? Weiß ich nicht. Dann... Boah, hört sich genauso an wie das Ding. Das Ding läuft mit Treibstoff. Also mit Benzin. Und außerdem inhalieren wir hier allerhand Rauch. Der Feinstaub. Bah. Dieselverbot. Ja, Diesel wurde verboten, damit Kohle durch die Gegend heizen. Toll. Ja, gut. Das ist schon mal sehr schön, dass das alles funktioniert. Finde ich klasse. Er hat seinen LKW immer noch nicht entsperrt. Dann eben nicht. Jetzt. Langsam wird es voll hier mit seinem Fuhrpark, ne? Oh. Na, jetzt müssen wir doch nochmal hinlatschen. Lagerplatz. Lagerplatz 20. Da war ein kurzer Haker. Warum, weiß ich nicht. Mal gucken. Spring das Ding an. Nein, natürlich nicht. Hat er wahrscheinlich auf die Ladefläche. Natürlich hat es auf die Ladefläche geschmissen. Mann, ich kann wieder nicht sprechen. Das ist ätzend. So, und dann eben da rein. Aber schön, hier sieht man es noch und auf den LKW sieht man gar nichts mehr. Und auf den Karts, da sieht man eigentlich auch, was da geladen ist. Ich weiß nicht, wann das dazu kam. Ich glaube auch mit dem letzten Update. 750. Das 751 war eigentlich nur ein Hotfix. Für 750. 751 ist nur ein Hotfix. Aber ich schreibe trotzdem immer 751 dabei. Für die Dinger, die hier gemacht werden. Damit ihr Bescheid wisst, um was es sich da handelt. So. Ich wollte ja eigentlich hier diesen ganzen Batterie hier, wollte ich ja eigentlich wegbasteln. Aber eigentlich brauchen wir dafür erstmal ein anderes Gebäude. Und zwar habe ich mir dafür auch schon was Schönes überlegt. Alter, das ist
schneller als der LKW. Eigentlich nicht, aber dann irgendwie doch. Speed 1.4, der LKW hat jetzt 2.1. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Stream Truck hier ein bisschen flotter unterwegs ist. Hat der denn eigentlich Licht? Das weiß ich gerade immer noch nicht. Ja, ein bisschen Licht hat er. Cool. Wie geil. Schön. Gefällt mir. Tolles Ding. Träumchen. Schön. Und was mich noch interessieren würde, wäre, ob das Ding da hinten auch lang fliegt. Das probieren wir gerade mal. Warum leckt das jetzt so? Ach so, ja, stimmt. Ich produziere da gerade Glühbirnen in der Schmiede. Warum das dabei auch so leckt, keine Ahnung. Zumal es keine Emissionen macht, aber naja. So, hier haben wir einfache Geschwindigkeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hiermit auch fliegen können. Nö, alles da. Hier fliegen wir nicht weg. Träumchen. Zwar einmal auf dem Hinweg und meistens aber auf dem Rückweg. Dann bin ich ja auch mal gespannt. Nö, alles gut. Na gut, dann wird das vielleicht jetzt unser Schmiedeauto. Wäre vielleicht sinnvoller. Naja, Räucher, Räucher. Ja, cool, klasse. Finde ich bombig. Finde ich toll. Das nächste. Und zwar wollte ich in unserem Monument da hinten ja auch Leuchten reinbauen. Das können wir eigentlich auf dem Weg auch mal kurz machen. Vor allem kurz. Ja. Als ob das bei mir jemals eine schnelle Sache werden würde. Aber. Ruckel. So was. Schön, wie das jetzt alles schön hell ist hier. Also an dem Haus gefällt mir es extrem gut. Extrem gut. So, jetzt wollen wir. Ach nee. Falsche Richtung. Solange diese Fahrzeuge noch nicht schwimmen können und es noch keine Boote gibt und da hinten noch keine Brücke steht, müssen wir hier über unser Tomatenfeld fahren. Ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich auch schon längst irgendwas anderes hingemacht. Einen schönen Seitenweg, so. Vom Wolf. Ich dachte eben, wir hätten Kanickel zur Seite geschubst, aber offenbar nicht. Ja, stimmt, da steht ja auch noch alles da. Ja, Noctua Northblade hat gemeint, aber auf eine der früheren Folgen, nämlich auf Folge 11, hat er geschrieben, dass ich nicht vergessen soll, den Boden zu verdichten für Kran. Also für den Kran den Boden verdichten. Das war aber noch so früh, das ist schon so lange her. Ich glaube, da war der Kran noch gar nicht in Planung. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, was soll's. Das stand ja auch noch alles. Der hier steht ja noch. Noch so viel Beton drin. Na gut. Jetzt müsste ich eigentlich mal wissen, wie hoch das ganze Teil ist. Ach, Türen. Ja, wäre schön gewesen. Türen haben wir gerade leider nicht am Start. Oh, wie gemein. Wie doof. An diese Türen habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Hier diese Stahlbetontüren gibt es zwar nicht. Aber ich glaube, hier würden sich Glastüren ganz gut drin machen. Die Glastüren, die wir da hinten nicht verwendet haben. Da müssen wir nochmal zurück. Ach Mann, wie gemein. Immer diese unnötigen Wege. Tutut, Rudan, Tutut. Ganz schön flott unterwegs, das Teil hier. Meine Güte. Ist auch schmaler als der LKW. Das heißt, hier bleibe ich nicht so leicht hängen. Das ist auch sehr gut. Wie geil. Wie ein schnelles Moped. Alter, wie toll. Den behalte ich. Den behalte ich. Aber auf jeden Fall hundertprozentig. Der wird behalten. So, vier Türen. Dann haben wir für die vier wenigstens auch Verwendung. Das ist schon mal sehr gut. Oh, hier war er. Gut, alles da. Jetzt hat er zwei Kisten drauf, ne? Ja. Gut. Warum man sie nicht nebeneinander stellt, keine Ahnung. Verzieh dich, du Truthahn. Mach dich platt. Kommst in den Ofen. So, und haltes Kanickel. Falscher Hase. Der brennt hier ganz schön lang. Finde ich affengeil. Super klasse.
Der ist sogar leichter hier zu steuern als der LKW. Und übrigens, ich habe noch einen zweiten LKW noch in Auftrag gegeben. Stimmt, das könnte sein, der da oben am Längen ist. Den habe ich gerade vor Beginn der Aufnahme noch in Auftrag gegeben, genauso wie die Glühbirnen. 40 Stück sind da am Backen, dauert 20 Minuten in den zwei Electronic Assemblies. Aber toll. Sieht zwar aus wie aus dem Mittelalter, nicht unbedingt aus dem Mittelalter, aber ne, weißt du, aus dem Beginn der Fahrzeugproduktion. Aber, oh Moment, das, den muss ich da noch lassen. Der kommt hier rein. Ja klar, wackel erstmal. So. So. Ich habe kein, ich weiß es nicht. Oh Mann. Moment, jetzt machen wir, jetzt benennen wir das Ding mal um. Wie nennen wir es denn mal? Das ist ein SZ, wollte ich mal sagen, ne? Das ist ein SZ. Rußschleuder. Das ist gut. Das ist okay. Kann man so machen. Text. So. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Steht das jetzt auch hinten drauf? Ja. Gut. Alles da. Fand ich toll. Ah, herrlich. So, die kann man ja nach innen öffnen lassen. Die anderen würde ich eher nach außen sich öffnen lassen, oder? Ich glaube, wäre sinnvoll. So. Und so. Ja, passt. Und die müssen sich aber nach außen öffnen, weil sonst kommen die wahrscheinlich in Konflikt mit dem Fahrstuhl. Das wollen wir nicht. Sieht jetzt eher aus, also von hier sieht das jetzt eher aus wie so eine kleine Waschhalle, aber was willst du machen? So, oder mache ich das lieber zwischen den Folgen? Ich glaube, das ist eher was für zwischen den Folgen, oder? Die Folge hat nämlich auch schon fast ihr Limit, ihr Ende erreicht, dann machen wir nochmal kurz was anderes. Dann würde ich sagen, schmeißen wir noch eben den Fahrzeugschein noch auf die Ladefläche von dem Hobel. Nicht wahr? Und dann passt das. Haben wir Skizze dir eigentlich für ihn freigegeben? Das wäre echt dumm, wenn ich das nicht gemacht habe. Das muss ich mal gucken. Haben wir freigegeben. Diese Out of Fuel. Wieso Out of Fuel? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schnauze Wolf. Nein, sperren wir das Teil nicht. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Aha. Aha. Ich glaube, das ist richtig, ne? Ich glaube, das ist jetzt richtig, hoffe ich. Oh, ich hoffe es. Fangen wir mal da rein. Was soll das denn? Diese Viecher hier in dem Spiel. Dass die mal alles so verschieben können und müssen und machen und tun. Was soll denn das? Alter Kanickel. Sowas. Ich nutze. Alter! Wer war das jetzt wieder? Hau ab, Fuchs. Alter Fuchs hier. Boah, ich nutze hier gleich meine übermächtigen. Was soll denn das? Meine übermächtigen Admin-Befehle. Und dann rotze ich die ganze Tierwelt hier aus. Nein, mache ich natürlich nicht. So. So, einmal. Ach, zur Erde. So. Jetzt aber. Hoffe ich mal. So, gut, alles klar. Und jetzt haben wir alles soweit in Ordnung. Der ist immer noch gesperrt. Warum, weiß ich nicht. Der ist ein bisschen an den Baum dran gedrückt, aber ist mir auch egal.
ich glaube, so langsam brauchen wir mal einen Parkplatz hier irgendwo. Irgendwo, ich meine, da hinten haben wir genug Platz, aber da ist Wasser. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Erde, oder? Haben wir noch Erde? Haben wir überhaupt noch Erde? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht mehr. Wir haben keine Erde mehr. Na gut, da haben wir. Da ist noch ein bisschen Erde. Da kommt noch ein bisschen was zusammen. Das heißt, hier könnte man auch irgendwo noch einen Parkplatz noch hinpflastern. Das hier möchte ich ehrlich gesagt raus haben, weil das ist ja alles Sand, oder? Das ist Sand. Und daraus können wir Glas machen. Außerdem finde ich das Grün hier am Ufer ein bisschen schöner als diesen schäbigen Sandstrand. Also jedenfalls so an so einem bebauten Ufer, nicht wahr? Naja. Schon wieder Nacht. Unglaublich. Oh oh. Gut. Auch nicht schlecht. Da wird dann nur zur Hälfte angezeigt. Na, los. Spawnt das. Ja. Gut, gut. Naja, ich bin jedenfalls gespannt. Dieses Kabel von dem Kran ist echt seltsam. Ganz, ganz komisch. Das schmiert sich hier einfach lang wie die Wölfe zu Anfang. Oh. Höher geht's auch nicht. Das ist aber, warum geht der nicht höher? Jetzt geht er höher. Okay, cool. Na gut, wenn es denn so sein soll, dann ist es so. Okay. So mal ein bisschen aus dem zum Dunstkreis von seinem Dach, was da bald drauf kommt. So, gut. So ist, glaube ich, gut. Bisschen buggy. Aber vielleicht muss ich den nochmal abbauen, denn bei dem Kram haben wir das irgendwie nicht. Der steht da ganz artig. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Echo und dann machen wir diesen schäbigen Hügel da weg. Mit unserer tollen Schaufel. Ach nee, können wir ja gar nicht. Wir können den Hügel noch nicht wegmachen, weil wir noch keinen Platz für das Material haben. Obwohl, das kann in der Schmiede, da haben wir noch Platz. Das könnte theoretisch zum Steinmetz. Oder aber auch in Stockpile hinter der Schmiede bei der Straßenmeisterei. Die Kohle, da haben wir auch einen Stockpile von hinter der Straßenmeisterei. Das Stockpile ist leer, das ist leer. Dann ist doch schon wieder irgendwas gewackelt. Ja gut, dann passt das ja alles. Da haben wir nur die Kisten und die Kisten kriegen wir irgendwo runter. Das ist ja nicht das Problem. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Und die Lagerhalle bauen wir später. Das wird allerdings ein richtig großes Ding. Ich möchte für jedes Material möchte ich hier 2 Stockpiles haben. Und sie werden dann auch voll sein. Also für jedes Material, was hier gibt, womit man bauen kann und was man einlagern kann, möchte ich theoretisch 2 Stockpiles haben. Das wird natürlich reichlich. Sand, na gut, Sand müsste man sehen, obwohl das wird nicht so wahnsinnig viel Sand. 125 pro Stockpile wird das. Erde auch. Erde nur aus dem Grund, weil man mit Erde mittlerweile auch dank des Modpacks auch viel machen kann. Hier zum Beispiel die ganzen Pflanzen kann man mit Erde machen. Aus dem Grund ist das schon ganz sinnvoll. Naja, aber wir... Ich muss mir erst nochmal aussuchen, wo ich denn die Lagerhalle hinbaue, weil... Also hier möchte ich die nicht haben. Dieses Riesending. Also es würde sich quasi anbieten, da so, aber da möchte ich es nicht haben, weil dort ein Wuchsgebiet von den Pilzen ist. Nämlich von diesen schönen weißen, ach die roten, die vermehren sich hier wieder wie die Sau. Aber die weißen auch, finde ich gut. Genau, die weißen, die wachsen hier nämlich, aber die roten auch. Ja, hier sind rote drin. Obwohl, hier würde sich vielleicht das ganz gut machen, oder? Hi Wolf. Hi Elch. Hau ab, Elch. Naja, kann man. Könnte man eigentlich machen, ne? Dann können wir hier nämlich auch eine Brücke rüberbauen. Irgendwie. Aber wie hoch ist hier der Höhenunterschied? Bestimmt wieder reichlich. 2. Aber ich möchte nicht alles hier wegbauen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht.
eher, würde ich hier eher begradigen wollen und dann mit Rampen wieder versehen. Ich möchte so wenig wie möglich von der Natur hier verändern. Das ist zum Teil gar nicht mal so leicht, gerade weil man ja auch die Wege auch braucht. Und ich habe schon überlegt, wegen des Rampenproblems um den LKW, dass ich, ob ich nicht vielleicht hier dieses Erdstück hier komplett einebne und mir stattdessen da hinten eine Rampe spare. Das hieße aber, dass ich hier alles runter machen muss. Oder halt nur auf Viererbreite und das sieht dann auch nicht aus. Deswegen, ja, schwierig, schwierig. Ne, dann würde halt diese Rampe hier wegfallen. Dann wäre hier halt alles niedriger, müsste man hier mit Stufen vielleicht arbeiten, könnte man auch. Könnte man ja alles machen, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ne, dann käme hier wieder eine Rampe noch zusätzlich dran. Allein damit man da wieder mit dem Bollerwagen wieder hochdonnern kann. Naja. Müssen wir sehen. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das am besten bewerkstellige. Aber es ist tatsächlich noch viel zu tun. Und ja, das freut mich auch ein bisschen, dass wir jetzt erst mit dem 750 und 751 Content durch sind. Finde ich schon extrem cool. Der Steam Truck ist sehr schön, sehr praktisch. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel der tragen kann, aber das wird auch nicht so wahnsinnig wenig sein. Wahrscheinlich so viel wie das Moped. Im Ursprungszustand, das waren, wie viel waren das? 3 Tonnen waren das. Und das ist schon reichlich. Ne, die großen Wagen hier können eigentlich 1,5 Tonnen tragen. Die können jetzt dank des Modpacks halt ein bisschen mehr tragen. 15 Tonnen, ein bisschen das Zehnfache. Na gut, auf jeden Fall würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Und dann, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, den Platz da zu räumen, dass man da auch ein bisschen besser, ja, gucken kann. Und so. Also, bis zur nächsten Folge Echo. Tschüss.